Frank Rink, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, wir stehen vor der nächsten großen Krise, einer Krise, bei der die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln auch in Deutschland auf dem Spiel steht und es keinen Platz mehr für ideologische oder weltfremde Fantasien geben kann. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln in unserem Land muss sichergestellt sein. Die AfD fordert eine pflanzengerechte Düngung, um möglichst hohe Erträge von guter Qualität auf unseren heimischen Feldern zu erzeugen. Meine Damen und Herren, dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber leider war die Politik in diesem Hohen Haus in den letzten Jahren und besonders seit der Bildung der Ampelregierung eher darauf bedacht, unsere Bauern zur Aufgabe ihrer Betriebe und Höfe zu bringen und unsere Landwirtschaft abzubauen. Damit muss nun Schluss sein. Wir können uns so eine verantwortungslose Politik nicht länger leisten. Wir müssen die Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen, und darüber hinaus müssen wir auch in der Lage sein, wirtschaftlich schwächere Länder mit Nahrungsmittelexporten zu unterstützen, um Fluchtbewegungen nach Europa vorzubeugen. Diese erfordert natürlich, wie in unserem Antrag beschrieben, eine intensive Landwirtschaft mit pflanzengerechtem Düngereinsatz und keine Mangel- und Unterversorgung, wie es die Regierung anstrebt. Eine weitere Verringerung unserer Produktion würde zudem die Preise zulasten der Bevölkerung weiter ansteigen lassen. Bei der derzeitigen Inflation ist dies kaum noch tragbar für die Menschen in unserer Heimat. Zum CDU-Antrag sei gesagt, dass wir bei diesem mitgehen können. Schön wäre es gewesen, liebe Kollegen, wenn Sie, wie beispielsweise in Punkt 11, wo gefordert ist, dass die 4% Agrarflächenstilllegung ab 23 aufzuheben ist, mehr auf solche Punkte eingegangen wären. Nun, dies haben Sie jetzt leider nicht, aber in Anbetracht der Lage, dieser Punkt ist genau richtig und darum unterstützen wir Ihren Antrag. Dünger ist leider ein bisschen untergegangen bei Ihnen, darum haben wir aber einen Antrag beigestellt. Zum Glück sind wir ja in diesem Haus vertreten. Vergangenen Montag in der öffentlichen Anhörung wurde ja auch ganz klar, dass wir im Bereich der Düngeversorgung ein großes Defizit zu erwarten haben und die Bundesregierung auch dort ihre Hausaufgaben leider wieder einmal nicht macht. Der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Herr Hämmerling, legte sehr eindrucksvoll dar, dass die Nährstoffversorgung in Deutschland nicht allein mit organischem Dünger gewährleistet ist und dass die Mineraldüngerversorgung kritisch sei. Völlig klar, dass wir auf die Experten hören sollten und unmittelbar die Versorgung mit Dünger sicherstellen müssen, so wie in unserem Antrag gefordert. Werte Kollegen aus der Regierung, kümmern Sie sich um die Düngerversorgung und um zuverlässige Lieferanten. Da aus Russland und der Ukraine nicht mit Mineraldünger zu rechnen ist. Wir müssen unsere Landwirtschaft krisenfest machen, und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Herr Minister, leider sind Sie ja nicht anwesend, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie dieser Debatte auch in der Ferne folgen. Überdenken Sie außerdem bitte, wie Sie mit unseren Landwirten umgehen. Unsere Bauern sind keine radikalen Ränder, sondern die Mitte der Gesellschaft und garantieren unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die deutschen Landwirte haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, sondern haben eine fundierte, praxisbezogene Ausbildung gemacht. Ich fordere unseren Bundeslandwirtschaftsminister hier und heute auch auf, sich bei den Landwirten, die er da beschimpft hat, zu entschuldigen und sich in Zukunft lieber mit wirklichen Problemen der deutschen Landwirtschaft zu beschäftigen, anstatt unsere Landwirte zu beschimpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollegin.